Heute besuchen wir den Starkoch und Visionär Didi Meier in seiner Heimat Vilsmoos, um uns sein beeindruckendes, nachhaltiges Gesamtkonzept anzusehen. Gemeinsam mit seiner Familie entdecken wir seine kreativen und umweltbewussten kulinarischen Ideen. Didi Meier legt großen Wert auf regionale Produkte und Nachhaltigkeit, was seine Küche einzigartig und zukunftsweisend macht. Beim Fliegenfischen fängt er heute frischen Fisch, den er anschließend mit seiner Mama zubereitet. Für uns Köche ist natürlich Nachhaltigkeit extrem wichtig, weil ohne gute Rohstoffe können wir in der Küche nichts wirklich verarbeiten. Das heißt, man lernt eigentlich schon in der Lehrzeit wirklich auf dieses Grundprodukt gut aufpassen, das wirklich mit Verantwortung zu benutzen. Und ich kann mich eigentlich auf einen Moment in meiner Kochkarriere erinnern. Ich habe in Frankreich gearbeitet und habe extrem schnell Fisch filetiert. Und dann hat der Chef zu mir gesagt, Didi, stopp. Dieses Tier hat 2-3 Jahre gebraucht, bis das du jetzt überhaupt einmal eigentlich in deine Hände kriegst. Gib dem Tier diesen Respekt, den was verdient, verarbeite es wirklich schön und dann merkt man diese Leidenschaft da und schlussendlich auch der Gast, weil der schmeckt es dann. Und das habe ich so verinnerlicht, dass egal, ob es jetzt ein Gemüse ist, ein Fisch ist, ein Fleisch ist, da schaue ich eigentlich wirklich immer, dass ich das Produkt wirklich mit Respekt bearbeite und dann auch gut und dementsprechend zubereite. Ja, zum großen Thema Dekarbonisierung. Jeder von euch, es ist ein Zungenbrecherwort, absolut, aber es heißt nichts anderes als wie nachhaltig Energie zu nutzen. Und das haben wir eigentlich als Gastronomen extrem gefordert, weil Österreich braucht die Gastronomie. Wir in der Küche haben es in der Hand, ob wir den Ofen 10 Minuten früher oder später einschalten, ob wir jede Tiefkühlzelle oder so auf maximal runterkühlen oder eben reichen vielleicht auch minus 16 Grad und nicht minus 26 Grad. Also da liegt viel an uns und ich finde, das muss ihr meine Lehrlinge weitergeben, meine Küche weitergeben, weil das ist dann schon wieder die nächste Generation. Und wenn es weiterhin so gut läuft wie jetzt gerade auch auf dem Weg, wo wir uns jetzt befinden, dann glaube ich, haben wir ein schönes grünes Österreich auch in 100 Jahren noch. Ich persönlich habe das große Glück, dass mein Papa damals schon in die 80er Jahre gesagt hat, passt, wir bauen ein Wasserkraftwerk, weil das ist einfach erneuerbare grüne Energie. Und meine Verantwortung ist, dieses Kraftwerk weiterhin gut zu betreuen, damit eben die nächsten Generationen auch noch eben diesen ökonomischen Strom kriegen. Und das Ganze geht weiter. Natürlich beziehen wir selber aus dem Wasserkraftwerk unseren Strom und das geht dann weiter bis hin zum Autoladen. Ja, das große Glück ist, dass wir vor einiger Zeit eine Fischzucht aufgemacht haben und natürlich auch eine Fischzucht, obwohl das Wasser ja die ganze Zeit fließt für die Fische, braucht trotzdem Strom für die Verarbeitung und so. Und da haben wir jetzt ein ganz kleines Liebskraftwerk gemacht, das was eigentlich diesen Strom dafür produziert. Und wie das Ganze läuft, das zeige ich jetzt mein Papa. Dafür geht's noch ein paar Höhenmeter den Berg hinauf und das natürlich mit dem E-Auto. Und hier an diesem idyllischen Fleckchen befinden sich auch die privaten Fischteiche und das Kleinwasserkraftwerk. Wir haben das ganze Projekt, ich habe das mit Didi zuerst abgesprochen, das ist mein jüngerer Sohn. Und dass wir was Nachhaltiges errichten, das heißt, Fisch wird, ist immer was Gesundes und ein Wasser, wenn man hat, sollte man es dann vielleicht auch nur nutzen, um Energie zu erzeugen. Und diese erneuerbare Energie, habe ich mir gedacht, die Quelle gefasst, dann kommt es zu der Fischzucht und bevor es in die Becken rinnt und in den Teich, tue ich eine kleine Turbine einbauen. Das ist wie ein Trinkwasserkraftwerk. Erzeugt zwischen 3 und 5 kW, also ganz was Kleines, aber es ist nachhaltig und ich habe dann den Strom
was ich da brauche. Unten rechts habe ich noch eine Pflanzenkläranlage errichtet. Das ist jetzt auch wieder etwas komplett Biologisches und ganz für die Natur, wo ich jetzt eben, wie gesagt, alles, was an Abwasser gereinigt wird, das wird biologisch alles gereinigt mit dieser Pflanzenkläranlage. Und das passt auch wieder ganz gut in so ein Naturgebiet, in ein Juwel, in ein Paradies. Aber nicht nur am Berg erzeugt die Familie ihren eigenen Strom. Vor rund 30 Jahren hat Papa Dietmar ein weitaus größeres Wasserkraftwerk erworben. In Spitzenzeiten erzeugen wir, das ist meistens im Frühjahr, wenn noch der Schnee schmelze, da erzeugen wir an die 800-900 kW in der Stunde. Jetzt geht's für uns zurück in den Ort und hinein in die Küche. Mama Johanna wartet schon auf uns. Und jetzt zu guter Letzt sind wir in der herrlichen Kochschule von meiner Mama, gell? Da haben wir jetzt das Mittagessen für die, für mich und für den Papa zubereiten. Ja, genau. Also, da haben wir jetzt unseren hauseigenen Saibling. Und wichtig für euch daheim ist, wenn ihr einen Saibling kauft, schaut, dass er immer frisch ist. Wie erkenne ich einen frischen Fisch? Er soll mal nicht nach Fisch riechen, sondern ganz natürlich. Dann soll er schöne, klare Augen haben, richtig rote Kiemen und einen leichten Schleim drauf. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr im Wirtshaus einmal eine Forelle blau bestellt oder einen Saibling blau, der wird nur dann blau, wenn der Schleim drauf ist. Das heißt, ich tue jetzt den Fisch filetieren und Mama, was hast du kurz da? Ja, du hast mir die besten Plätze gezeigt, letzten Sonntag von den Eierschwammerl. Jetzt sind sie alle rausgekommen, ich habe Eierschwammerl geholt. Dann haben wir schon heurige Erdäpfel aus dem Lungau, dann haben wir Petersilie aus dem Garten. Also wir können gutes Mittagessen machen. Also ich habe ein bisschen Rapsöl genommen und da habe ich Jungzwiebeln, die sind natürlich noch viel feiner als wie die großen Zwiebeln und passen jetzt genau in die Jahreszeit. Da müssen wir ein bisschen anschätzen. Dann geben wir die Eierschwammerl dazu, geben wir die Kartoffeln dazu. Dann haben wir noch unseren Petersilie, natürlich aus unserem Garten. So, ich bin fertig. Gut, Mama, jetzt bist du wieder schneller als mich. Ja. Also, wichtig beim Fischbraten ist, dass ihr bitte mit der Hautseite nach unten in die Pfanne legt. Dann tun wir schön langsam anbraten. Da tue ich immer gern, wer sich traut, mit den Fingern leicht draufhalten, damit eben die ganze Haut durch und durch knusprig wird und schön gleichmäßig ist. Dann kann man gern für den Geschmack ein paar Knoblauchstickerl noch dazugeben. Die braten wunderbar mit. Und bitte, ihr braucht den Fisch nicht 3-4 Mal hin und her drehen und wenden. Der Fisch mag ganz in Ruhe. Kochen ist eigentlich total entspannend. Das heißt, jetzt braten bei leichter Hitze, bis eigentlich nur mal nach oben eine ganz leichte rote Schicht ist und dann ist er perfekt. Jetzt wird angerichtet und gemeinsam gegessen. Auch für den Alltag zu Hause hat Johanna Meier noch ein paar gute Energiespartipps. Also Nachhaltigkeit für mich in der Küche ist eigentlich ganz, ganz einfach. Wenn man zum Beispiel nur Kartoffel kocht, dann gibt man einen Deckel drauf und man braucht viel weniger Hitze. Ganz einfach, egal was man da kocht. Oder das nächste ist, wenn man ein Fleisch gart im Ofen, im Backofen, dann soll man wirklich nicht heißer wie 140 Grad. Und das ist nur eine Win-Win-Situation, weil das Fleisch sich entspannen kann und dann softig bleibt und die Bohren sich nicht des Fleisches zusammenzieht und das Fleisch dann nicht gut ist. Also das waren so meine Tipps für Energiesparen. Also wir hoffen, der Tag mit uns hat euch gefallen. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Bis zum nächsten Mal.